Hallo und herzlich willkommen zurück bei Chrisanna zockt Conan Exiles. Schön, dass ihr wieder hier seid. Und Barbara freut sich auch, dass ihr da seid. Also ich habe ja schon Ewigkeiten keinen Sandsturm mehr gehabt. Deswegen immer die Maske bei einem Sandsturm aufziehen, da bekommt ihr auch keinen Schaden. Aber das sieht ja auch mal richtig imposant aus. Richtig geil gemacht, hey. Hammerhart. Kannst du dich so drehen, dass man dich sieht mit dem Sandsturm? Halleluja. Hammerhart, ey. Das ist der erste Sandsturm im Spiel. Übel. Ja, nichtsdestotrotz könnten wir erstmal gucken nach unseren NPCs. Da ist der eine schon durch. Das ist perfekt. Was legen wir da rein? Machen wir das so. Hammerhart. Ja, und ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid putzmunter. Ich wollte jetzt mal gucken, ob ich diesen Gerber oder diesen Rüstungsmacher reinbekomme in die Kesselflicker-Werkbank. Solange es da draußen stürmt und schneit hier. Nee, das war die Dinges, die Werkbank des Folterers. Okay. Das hatte ich anscheinend schon ausprobiert. Das geht nicht. Ja, gut. Da kommt der wieder an seinen Arbeitsplatz hier. Plapp. Da kannst du wieder die dicke Haut machen. Die brauchen wir ja auch irgendwie ständig. Die Geschichte tausche ich aus. Ja, und wie man merkt, es ist wieder ganz ruhig geworden hier. Hey, ich möchte endlich den Bogenschütze haben. Hey. Jetzt wird es langsam mal hell. Das ist sehr gut. Wenn halt noch kein NPC frei ist, dann gehe ich selbst auf die Suche nach einem hübschen Nashorn. Gucken wir mal, ob wir da irgendwas finden. Ich zeige euch auch gleich, wo man Nashörner finden kann. Hammerhart. Wir laufen auf jeden Fall in diese Richtung. Ganz entspannt und ruhig hier. Und wenn uns das entgegenkommt, schnetzeln wir es weg. So einfach ist das. Und ich hab mich nicht leer gemacht. Eieieiei. So, ein paar Aluhutrecke habe ich auch wieder in meiner Leiste. Das war ja Knappikowski. Mit dieser komischen Bogenschützin. Okay. Ja, hier hatte ich auch erst gedacht, ich baue mir hier was. Aber dann hätte ich da einen Boss Schieferrücken an deinem Popo kleben. Das ist dann doch nicht so die ganz, ganz tolle Sache hier. Rüste auf jeden Fall mal deine Eisendinger aus. Ich weiß nicht, ob du jetzt diese Kaugummi-Keule brauchst hier. Das wäre schon ein cooler Platz, ey. Besonders wegen dem Baum hier.
Jetzt sind wir praktisch auf der Rückseite von Kyles Festung. Ja. Na, ganz gemütlich laufen. Ja, ich hoffe, ihr seid da, ihr bleibt dran. Es kann immer was anderes passieren hier. Okay, Kumpel. Hallo. Ja, der ist kein Problem hier. Ein Pantherle! Oder was ist das? Ich kenne mich in der Welt der Katzen nicht so aus, aber es ist echt ein schönes Tier. Es tut mir leid. Dein Katzenfleisch und so nehme ich mit. Was hast denn du hier gemacht, ey? Und wo hast du deine Babys gelassen? Ich wünschte mir so, man könnte die Tiere auch reiten. Das wäre absolute Burner, ey. Und wie ihr seht, hier unten sind Nashornbabys. Also ihr müsst gar nicht so weit laufen. Solltet nur aufpassen auf die Katzen hier. Da nehmen wir diese zwei Stück mit. Pam. Einmal. Dich nehme ich auch noch mit. Zweimal. Was ist denn los? Okay. Ein Boss-Nashorn ist es wahrscheinlich. Oder vielleicht auch ein mächtiges Nashorn. Die Nashörner, die haben wir schon mal. Hallo. Du machst gar nichts heute, oder? Der ist auch sauer. Ja, klar. Und man sieht ja, es geht so schnell, wenn man da erstmal auf die Attribute auf die volle Stärke gemacht hat. Es ist der Hammer. Es ist der helle Wahnsinn. Hey, bekomme ich vielleicht auch... ich weiß nicht, habe ich das dabei? Oh ja, ich habe das Hackmesser dabei. Warum habe ich eigentlich zweimal irgendwie einen Dolch drin? Ich habe den Nase im Kopf gekriegt. Jeppa. Cool. Es kann jetzt echt sein, es geht in die Hose. Oder auch nicht. Hallo. Geh aus dieser Sicht raus. Ein bisschen Blutungsschaden verpassen. Ja, ja, ja. Und wegrollen. Sollte eigentlich von ganz alleine gehen hier. Uha. Das mächtige Nashorn. Upsidi. Wow, jetzt habe ich kein. Oh, sehr gut. Wir haben es geschafft. Spitzhacke, Stahlpickel. Machen wir so. Dein Dämonenblut. Ganz komisch hier.
Was soll der Quatsch? Kein Dämonenblut da drin zu haben, das ist verwunderlich. Halt. Ich brauche doch Licht, Kumpel. Ja, so ein, zwei Babys noch im Schlepptau. Vielleicht finden wir da noch was. Aber ich denke mal, da spawnen nur zwei Stück. Okay. Einen kurzen Blick irgendwo riskieren. Und dann gehen wir wieder zurück. Coole Sache mit den Babys. Da haben wir auch den nächsten Reittier. Und damit ihr das findet, das ist hier oben zwischen der Oase von Naked und nochmal ein Spot, aber den habe ich jetzt nicht aufmachen können. Das ist eigentlich schade. Vielleicht eröffnet sich ja hier jetzt gleich noch eine Entdeckung. Okay. Ist hier unten was? Ja. Eigentlich nichts. Da müsste nichts sein, außer ein Knund. Das steht da hinten. Hammerharte. Ja, ja. Was ist denn? Ach, Kollege. Du bist doch in ein, zwei Geschichten hier weg. Warum legst du dich überhaupt mit mir an? Halt, hier geblieben. Erst große Klappe und dann einfach abhauen. Manometer. Jetzt haben wir mal einen kurzen Blick erhaschen, oder? Erhaschen wir mal kurz einen Blick hin. Was ist das da? Das ist ein Kaktus. Ich habe gar nichts ausgerüstet, gell? Halt, du brauchst doch deine Fackel. Mach das mal kurz so weg. Okay, also von denen kriegt man Holz. Bekommt man dann noch was anderes? Ich habe gedacht, da kriegt man Kaktussaft oder so, wie bei Ark. Aber es ist anscheinend nicht so. Das ist ja ganz komische Geschichte hier. Ja, wir müssen regelrecht aus dem Rumlaufen, ey. Ich hatte da noch eine Quest offen mit ein paar Skelettkrieger, oder? Und da kommen sie schon. Hey, zack! Hey, 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 hey! Die sind stärker als sonst. Ich weiß nur nicht warum. Halt, das brauchst du nicht. Barbara. Hol dir Energie, hol dir Energie. Sag mal. Was macht denn ihr für Moves, hä? Jo.
Also. Eine untote Kreatur brauchen wir noch. Okay. Wo ist jetzt nichts dabei? Bekommen wir aus dem eigentlich Knochen raus, gell? Was war das? Ich habe mich so vor mir selber gerade erschrocken. Ah, Knochen und verdorbenes Fleisch. Was ist denn? Warum kommt denn dauernd dieser Ton? Ja, komm doch her jetzt! Entscheidungsschwierigkeiten oder was? Hallo, kommst du her? Oh, du kannst doch eh nicht schießen. Alter. Echt jetzt? Uiuiui. Na, kommt ihr? Wut, wut, wut. Du hast den Stein getroffen, Kumpel. So, Ausdauer sammeln. Einen nach dem anderen wegschnetzeln. So. Da kommt der auch noch dran. Oh, diese Skelettkrieger, die sind ja echt schlimm, ey. Wo bist denn du hin, Kumpel? Dunkle Mächte besiedeln dich. Du musst erlöst werden. Perfekt. Okay. Irgendein. Ach, das ist vom. Ding ist vom. Von den Typen. Wo ist es der andere hin? Ah, hier. Ja, die sind, sehen schon krass aus, hey. Die Skelettkrieger da. Ich wollte eigentlich nur einen Nashorn holen, ey. Ich weiß nämlich nicht, ob ich den da oben packe. Werden wir sehen. Komm, einer nach dem anderen bitte, ja. So, zack, im Synchron hier fertig machen. Alter. Was ist denn nicht richtig mit euch? Lass die Dame doch mal hier in Ruhe kämpfen. Alter Schwede. Die ihr mit ihrem 10 macht Move-Dings da, ey. Dann verbraucht sie so viel Ausdauer. Ich habe gar keinen Helm mehr. Guckt mal das an, ey. Sie hat ja gar keine Rüstung mehr. Reparieren. Halleluja, Barbara. Man sieht dich ja mal wieder mit deiner wunderschönen Haar. Das packe ich nicht, ey. Da bin ich ja gleich kaputt. Ja. Nee, heute Feierabend für heute. Barbara hat keine Rüstung mehr. Ich und meine große Klappe. Wenigstens kommt er alleine. Aua! Du weißt schon, dass ich keine Rüstung mehr habe, oder? Guck dir das mal an, ey, dieser winzlich. Dieser winzling. Ah! Mami! Lass mich erstmal Ausdauer sammeln, das wäre echt
geil von dir. Oh, und zack und zack und zack. Dann hätten wir den auch geschafft. Was hast denn du drinnen? Ein Abholmesser. Kollege, wolltest du mich häuten oder was? Was ist mit dir los? Dann hat er noch nicht mal was dabei gehabt, hey. Nee. Da ist mir mein Leben zu schade, um da reinzukommen. Ah, guck mal, dass wir die das Nashorn in das Ding stecken. Puh. Junge, Junge, Junge. Ein cooler Kampf. Mal gucken, was es gebracht hat. Wow. Jaguare töten, Beutetiere besiegen. Okay, Stufe 13. Ist der mir hinterhergekommen? Das Knochengerüst fand wahrscheinlich Barbara sowas von scharf, da hat er gar nicht mal lange überlegt. Übel. Level 47. Level 47? Warte. In die Attribute wieder einen Punkt. Perfekt. Also langsam geht's auf Level 50 zu. Wir haben Level 47. Wahnsinn. Wie schnell das geht. Schauen wir mal nach. Vielleicht können wir da schon die ein oder andere Rüstung bauen. Vielleicht eine neue. Ihr seid noch nicht ganz fertig, ja? Leutchen. Also, pass mal auf. Ich weiß nicht, ob ich Rinde da drin habe. Deswegen nehme ich da schon mal was raus. Das Katzenfell, das darfst du mal behalten. Oder bekommen. Sagen wir es mal so. Und ab mit den Nashörnern. Hier rein. Wo sind sie denn? Hier. Nashornkalb. So, da kriegen wir unsere Nashörner. Ich hoffe mal, es dauert nicht so lange, weil sonst muss ich das nämlich abbrechen und nochmal neu machen hier. Ein Haufen vergammeltes Zeug. Gab es da nicht mal eine komische Flüssigkeitspresse? Guck mal das mal an hier. Werkstätten. War das Küche? Landwirtschaft? Nö. Habe ich das noch gar nicht freigeschalten? Lager, Betten, Lichter. Oh, ich habe das ganz vergessen. Da ist ja der Kartenraum. Für den Kartenraum, da brauchst du nur einen Haufen von diesen komischen Steinen hier. Ja. Dämonenblut. Dämonenblut, Wundsekret und Steine. Aber warte mal. Die alchemistische Grundsubstanz habe ich doch. Und ich brauche dann nur die Steine, ja? Ja. Warte mal. Oh. Okay, Dämonenblut wird nicht reichen. Dämonenblut wird nicht reichen, Madame. Und Wundsekret ist auch nicht drin, sehe ich gerade. Wo habe ich das wieder reingepackt?
Oh, ah, das ist auch hier drin. Cool. So. Wohnzecke reinpacken und dann schalten wir schon mal das ein. Für die verdorbenen Steine. Das kann hier rein. Also 75 von denen. Spezial. Den Rest habe ich. Aber die verdammten Steine nicht. Das war auch nicht das, was ich gucken wollte. Ich wollte gucken nach einer Flüssigkeitspresse. Oh. Eine Spitzhacke. Könnten wir bauen. Ja, wir müssen noch, wir können noch so viel machen, ey. Den Herd können wir auch freischalten. Das machen wir auch. Dann machen die, machen wir die Flüssigkeitspresse. Eine Kühlkiste. Okay. Was es da alles gibt im Spiel, ey, das ist der Hammer. Was? Dekorativer Metallschädel? Habe ich das auch freigeschalten jetzt, oder was? Hoppala. So weit wollte ich nicht gehen. Bei Schläger, da schalte ich mir jetzt das alte Doppelschwert frei. Weil es macht nochmal einen besseren Schaden. Stahlpfeil, stumpfer Pfeil, Rasiermesserpfeil. Was es da für Pfeile gibt hier? Leuchtpfeil, Heilpfeile und Giftpfeile. Mal gucken, was wir für den Heilpfeil dann brauchen. Ey. Das wäre die einzigste Rüstung, was wir noch bauen können. Stemitischer Turban. Brauche auf jeden Fall bessere Rüstung. Und fürs Nashorn dann diesen Nashorn-Reisesattel und so weiter und so fort. Also wir sind noch lange auf unserer Reise nicht fertig. Ich weiß noch immer nicht, wo die Zauberei ist. Na, die Säuberung, die kommt ja bald. Da brauchen wir auf jeden Fall die Spikes. Gehen wir mal hier raus. Das Mädel, das hat die Durst. Gucken wir mal kurz nochmal nach dem Nashorn. Boah, das Nashorn, das wird eine Weile brauchen. Aber da ist dann wenigstens gleich ein Kollege wieder durch. Sehr gut. Säuberung, die ist auch bald da. Oh Junge, Junge, mich graust es jetzt schon. Hammerharte. Was wir da so machen können, das ist schon recht übel. Und ich wollte noch nach einer Flüssigkeitspresse gucken. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge, Leute. Dann bauen wir uns hier mal ein paar Tools auf. In der Zeit können ja diese Tiere, und wenn uns ein NPC mal fertig wird, dann machen wir auf jeden Fall wieder weiter bei der Beauftragung von den Mitarbeitern. Da holen wir uns dann wieder Mitarbeiter. Ja, das sind keine Sklaven, das sind alles Mitarbeiter. Und wenn es dir gefallen hat, dann darfst du gerne die nächste Folge anschauen. Bis dahin, macht euch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.